Bei Grenzkontrollen vor dem Hamburger G20-Gipfel sind mehrere hundert Straftäter gefasst worden. Bis zum Wochenende wurden rund 670 offene Haftbefehle vollstreckt, die nicht mit dem G20-Treffen in Verbindung stehen. Das berichtet die Funke Mediengruppe. Die Kontrollen waren eingeführt worden, um potenzielle Gewalttäter an der Einreise zu hindern. Politiker von Union und SPD fordern, dass für Linksradikale eine europaweite Extremistendatei eingeführt wird.